Moin Leute, was geht ab? Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Schrein an der Wand. Heute gehen wir nach Sonnenweg, wie was das Game vorgibt. Der Typ, der hier steht, ist tot. Weg. Keine Ahnung. Anscheinend kein Stromausfall mehr. Ich bin schon ein bisschen scared von der Rinne, Alter. Einfach nur, weil er fucking eine Voltaic hat. Und mein Team einfach so scheiße ist gegen Elektro, Alter. Ach, wenn nicht, dann spam ich einfach Sturzflug mit Raphael und Niki. Es funktioniert halt leider. Alter, wieso bin ich so hart überlevelt, Alter? Hilfe. Was zur Hölle? Alter, eine komische Schnecke. Eine Top-Genesung. Ja, lass ein paar Trainer zerstören. Niki ist voll der Tatendrang, eine Attacke zu machen und dieses Ding zu töten. Wow. Einfach auf die Schnauze hauen. Unfairer Attackenvorteil ist auch am Start. Komm, Niki, Crit, Atombombe tot. Oh, scheiße. Komm, Niki, komm, dann machst du jetzt. Oh, Nichi, wieso? Ja. Jetzt flog einfach mit Surfer und Endbeam Lieblingsattacke. Ah, rot. Gut, dann wird das Folgenziel erreicht haben. Würde ich sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, wünsche ich euch keinen schönen Betrug. Hier einfach. Oh, ein Geradöse. Mein Gott, Raphael. Sei doch nicht so unfair. Schon schwierig so schlecht zu sein. Oh nein, ein Kind. Es ist so gefährlich. Die Katsche feiern Club. Oh nein. Oh nein, Hilfe. Nein. Alter, wie sein Kopf in der fucking Wand steckt, Alter. Hilfe. Raphael, du weißt, was zu tun ist. Tot. Es ist ein 12-Level-Unterschied, Alter. Was ist das? Was ist das? Ich fühle mich gerade einfach nur so strong. Ab in die Arena, Alter. Oh, hi. Ist das nicht Ignaz? Heißt er nicht so? Hey Trainer, du bist nicht verborgen geblieben, wie stark deine Pokémon sind. Oh, entschuldige, ich sollte mich erstmal vorstellen. Ich heiße Ignaz, ich bin einer der Top 4 der Pokémon-Liga. Ich hatte da so eine Idee und vielleicht könntest du die mal umsetzen. Es geht um den Arena-Leiter dieser Stadt. Er hat neuerdings seinen Enthusiasmus für den Kampf vollendes verloren. Der Mangel an würdigen Herausforderern ist ihn aufs Gemüt geschlagen. Er ist so gelangweilt, dass er die ganze Zeit seine Arena renoviert. Da kam auch noch der Stromausfall, das hat seine Laune sich ja auch nicht gebessert. Weißt bestimmt, worauf ich hinaus will, oder? Ich möchte, dass du ihn eine Herausforderung lieferst. Seine Leidenschaft für Kämpfe neu entfacht. Lass mich auf dich heiß sporen. Aha. Willkommen in Sonne, Fick. Hier gibt es Wege, einen Leuchtturm, eine Arena, ein Gebäude, wo du dir Drogen kaufen kannst. Mann, ich will doch einfach nur Vitalkraut haben. Das ist einfach Top-Leben, aber kostet 3000, Alter. Ja. Nein. Ein Haus, was man nur mit... Okay. Okay. Was? Danke, dafür füge ich der Bock auf diese Kalender-App hinzu. Okay. Ja, es ist der 11., oder? Keine Ahnung, mal gucken. Du hast der 11. Der 11.2. Jetzt wisst ihr, was ich aufgenommen habe, Alter. Scheiße. Mit so groß, dass ich alles im Stück aufgenommen habe, Alter. Das erste Mal habe ich aufgenommen am 1. Am 1. Irgendwann am 20.01. oder so. Ja, also ein bisschen verspätet. Da ist er. Du bist also die neue Herausforderung in der Arena von Sonnenweg. Also gut, meine Entscheidung ist gefallen. Wenn du zu schwach bist, suche ich mir eine Herausforderung in der Pokémon-Liga. Die Arena habe ich renoviert, also hat mich nichts mehr hier. Ich will vor allem als Pokémon-Trainer elektrisierende Kämpfe austragen. Als hättest du darin leitet, das Sinnregion, werde ich mein ganzes Arsenal an Pokémon gegen dich einsetzen. Ha! Gai! Oh. Was? Der hat Noctilumy? Hä? Was ist mit seinem Team passiert? Hä? Hä? Pokémon Platin, Blitzer, Raichu, Luxtrail, Voltaic. Jetzt gucke ich hier gerade. Raichu, Amidiffel, Octillery und Luxtra. Hä?
Hä? Hä? Ich bin... Was? Was? Nicht deren Ernst. Die halten alles gleich, außer diesen Einkampf, der halbwegs schwierig sein soll. Der macht das so einfach, Alter. Hi, Arenaleiterin 6. aus Johto, glaube ich. Ich heiße Jasmin, ich bin eine Arenaleiterin. Oh, aber nicht in dieser Stadt. Ich bin Arenaleiterin der Johto-Region. Würde mich freuen, wenn du die Johto-Region kennst. Oh, wenn du die Arena nicht hast, musst du unterwegs wieder umkehren. Let's go. Hi, Ignaz. Oh, du bist's. Er ist endlich zurück und er wirkt dich irgendwie fröhlicher als sonst. Vermutlich hat er dir dein Können angesehen und kann das kaum erwarten, gegen dich anzutreten. Denk daran, was du zu tun hast. Sorge dafür, dass in der Hitze des Gefechts der Funke, der Kampflust auf ihn überspringt. Also los, warte in der Pokémon-Liga auf dich. Deine Herausforderin. Das muss nicht oft, aber manchmal gibt es Trainer, die es bisher schaffen. Doch bisher waren sie alle eine Enttäuschung. Einer von ihnen konnte mir das Wasser reichern. Ich bin Arenaleiter Volkner. Man sagt, ich sei der beste Arenaleiter der Sinnoh-Region. Aber wie dem auch sei, lass uns die Sache einfach hinter uns bringen. Ich hoffe, du bist ein Trainer, der mir in Erinnerung rufen kann, wie viel Spaß wir im Kämpfe machen können. Ein Raichu. Lemon Wolf, ich bin schneller. Doch nicht. Das Raichu ist super. Was? Boah. Egal. Egal. Was kommt jetzt? Wahrscheinlich ein Surfer. Wieso ist der schneller? Unfair. Hol ich halt Raphael rein. Das Ding sollte eigentlich 100 sein. Ara ist zwar denn da, aber egal. Jetzt kommt Mambi Diffel. Das Ding hat zwar Donnerblitz, aber sollte nicht killen, weil es kein Typ Elektro ist. Vitas Level 55 bis zur Pokémon-Liga haben wir noch die Kacke. Let's go, let's go. Gut, das tut normal Nahkampf. Wow. What? Das ist die Stelle? Was? Ist das eine Beere? Das hackt einfach nur.
Hat das gerade eine Damage Reduction Beere gegessen? Rospelbeere, mal gucken. Ah. Als getragenes Item schwächt diese Beere sehr effektive gegnerische Attacken von Typ Kampf. Also, die Beere ist perfekt bei ihnen. Gut zugepackt. Lol. Und Noctilly. Jetzt sollte mal Raphael schneller sein. Wofür ist jetzt nicht mal langsam? Let's go. Let's go. Ihr haut. Ach, ich bereiche, kommt meine Trumpfkarte. Luxtra, wow. Früher war da so viel stärker. Jetzt ist der ein bisschen lame, finde ich. Mal gucken, ob Raphael schneller ist. Wäre lustig, wenn. Boah, er ist wirklich schneller. Oh mein Gott. Man darf diesen Damage nicht unterschätzen. Obi, das sollte aber eine tanken, oder macht einfach Erdbeben. Let's go, Flinkklaue, oh mein Gott. Er ist schon tot. Kann schon einpacken, wow. Raphael macht einfach Para weg und weicht der Attacke aus und der bekommt einfach Flinkklaue und tot. Du hast mich besiegt. Der Wille und der Habende Kampfste der Pokémon. Ich bin immer noch ganz hin und weg. Das war ein sehr guter Kampf. Nein, nein, war es nicht. Es war kein guter Kampf. Das war seit langem mal wieder ein Kampf, der so richtig Spaß gemacht hat. Ich habe so hart auf die Schnauze bekommen. Bin sehr hart gespannt darauf zu sehen, wie du dein Team in die Zukunft verändern. Hier ist in Ordnung. Nimm auch nochmal die TM-Ladestelle und nochmal komische Sticker. Schnell raus hier, Alter. Oh. Leute, damit würde ich sagen, wenn euch diese Folge Pokémon Schneider jemand gefallen hat, wünsche ich euch eine wunderschöne Begrüßung, wenn ich auch schaue, wenn ihr wollt, könnt ihr um das zu bekommen, da ist nichts. Nächste Folge gehen wir zur Siegestraße und hoffentlich kommen bis zur Pokémon Liga. LOL. Tschüss.